Hi, ich bin Samuel vom Projekt Erfahrbar des Evangelischen Jugendwerks und jetzt geht's los. Das Projekt Erfahrbar ist entstanden 2019 mit der Idee, einfach Jugendarbeit neu zu denken. Wir haben gemerkt, dass die klassische evangelische Jugendarbeit einfach nur noch eingeschränkte Zielgruppen erreicht. Wir wollten rausgehen in die Welt, wie es auch Jesu Auftrag an uns Menschen war, und alle Menschen erreichen. Mountainbike ist aktuell die Trendsportart schlechthin. Super viele Jugendliche haben ein Mountainbike. Es gibt Influencer, die bekannt sind, die wirklich viel mit dem Mountainbike machen. Und wir wollten diese Trendsportart aufgreifen als Zugang. Das Projekt Erfahrbar soll einen wirklichen Mehrwert auch bieten im Leben der Kinder und Jugendlichen. Es soll nicht nur irgendwie ein Lückenfüller sein oder ein tolles Erlebnis, sondern wir wollen, dass die Erlebnisse an dem Tag auch zu einer Erfahrung im Leben von diesen jungen Menschen werden. Ein klassischer Projekttag mit Erfahrbar startet gemeinsam morgens auf dem Schulgelände. Wir lernen uns kennen. Ganz wichtig ist uns dabei immer Wertschätzung und gegenseitiger Respekt. Dann werden die Fahrräder ausgeteilt. Wichtig an der Stelle, dass alle von uns das Material bekommen, dasselbe Bike, dieselben Helme und gleich ausgestattet sind. Unterschiede sollen da keine Rolle spielen. Und dann können wir auch schon losstarten in den Vormittagsteil. Wir spielen verschiedene Spiele miteinander, machen Übungen, die zeigen, Zusammenhalt in der Klasse ist wichtig. Nur gemeinsam kommen die ans Ziel, sie bekommen eine Karte, müssen den Weg finden. Und auch da sind nochmal Übungen drin, wie eine Trailpassage, die Selbstvertrauen nochmal stärkt. Wie eine Bikebrücke, wo es ganz stark um Zusammenhalt geht, um die Rolle des Einzelnen, um Vertrauen. Wir haben eine schöne Abfahrt dabei, die nochmal ein Flow-Gefühl mitgibt, ein gutes Gefühl am Ende des Tages, und schließen den Tag dann auch nochmal mit einer ausführlichen Reflexion. Ein Erfahrbar-Projekttag ist für mich richtig gut gelaufen und bin ich richtig glücklich am Ende, wenn ich sehe, Mensch, die Klasse, die hat sich darauf eingelassen und haben es geschafft, zusammenzuarbeiten, vielleicht über ihren Schatten zu springen und haben bemerkt, wie genial es sein kann, wenn jeder mitarbeitet und seins dazu tut. Das macht für mich so einen Tag aus, dann bin ich richtig happy und zufrieden mit meiner Arbeit.